Oh ne, jetzt mache ich ein Video. Oh, das sollten wir schnell aufnehmen. Okay. Warten und warten. Also nur für euch zur Info, wir sind gerade auf dem Weg nach Sanssouci, wir wollen so in den Schlosspark chillen. Und wir laufen nicht, wir fahren lieber kurz. Weil unsere Bahn kam zu spät und wir dachten, wir verpassen sie, aber nein, es kam alles zu spät und jetzt haben wir den Bus verpasst und sitzen hier an der Bushaltestelle, weil die Mädels nicht laufen wollen. Mario auch nicht. Ich wäre eine Dreiviertelstunde gelaufen durch den schönen Schlosspark. Und danach hätten wir uns alle lieb gehabt. Wahrscheinlich. Wie ist der Tag bis jetzt für dich? Müde. Supi! Voll die Heuchlerin und Lügnerin. Welches? Eisgekühlter Babalunda. Formelunda. Na, eisgekühlt. Eisgekühlter Babalunda. Babalunda, eisgekühlt. Und dazu ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken! Ein belegtes Brot mit Ei. Ei. Dazu zwei belegte Brote. Also Schinken, eins mit Ei. Und dazu eisgekühlter Babalunda. Babalunda, eisgekühlt. Eisgekühlter Babalunda. Babalunda, eisgekühlt. Und dazu doch, ihr seid mit drauf. Also, versuchen wir mal zwei. Wir haben das gerade schon mal aufgenommen, nur ich bin zu blöd, die Kamera zu bedienen. Und wir zu blöd, um den Fahrplan zu lesen. Denn wir haben gerade 20 Minuten an der Bushaltestelle gestanden. Ja, du auch, du hast mit drauf gestanden. Selbst ich war zu blöd und habe den Fahrplan nicht lesen können. Kleines schwarzes Megakind. Was ist einfach nur Kamera nervös. Jedenfalls dürfen wir jetzt, nachdem wir 20 Minuten umsonst auf den Bus gewartet haben, weil wir den Plan alle drei nicht lesen konnten. Du meinen Satz auch nochmal, drei Stussis auf dem Go. Wir sind echt behindert, ey. In Berlin ist alles ordentlich ausgeschüttet, da kommen wir einmal in so eine kleine Stadt und wir kriegen es nicht hin. Ja, aber dann haben die noch eine Busfahrpläne. Ja, stimmt, das müssen ätzend. Das ist ein Bus fährt einmal die Stunde, hallo? Ja, voll krass und vor allem nach Schlossland. Nehmt uns mit, Freunde. Okay, jetzt versuchen wir auch noch zu trampen anscheinend. Ich bin dafür, dass wir einfach eine Dreiviertelstunde laufen jetzt durch den Schlosspark und müssen beide, auf Toilette. Yeah. Du musst auch schon? Ja. Okay, wir müssen alle drei auf Toilette und wir sind am Verzweifeln langsam. Obwohl da ja viele Büsche sind und wir überlegen, ob wir einfach... Wir könnten über den Zaun rüberklettern oder den Busch machen. So einen kleinen Busch voll stellen, voll unauffällig. Los in den Busch und dann sind da Tiere. Na, wir müssen uns einfach nur alle immer zwei legen, wie alle Leute vorbei. Naja, sie sind anscheinend doch nicht so kamerascheu. Also, wir sind gerade im Schlosspark angekommen, endlich nach geführte... Wie lange haben wir jetzt hingebracht? Zwei Stunden? Stunden. Wann sind wir los? Achso, also wir zwei Stunden haben wir gebraucht. Zwei Stunden und sind jetzt endlich angekommen. Haben uns einen tollen Sonnen- und Schattenplatz hier gefunden im Park und hoffentlich... Uns gefunden hier im Park, ne? Ach Mann, wir können alle kein Deutsch. Noch nie. Ich schon, die beiden nicht. Jedenfalls also, machen wir uns jetzt einen schönen Tag. Raushängen zu lassen. Mann, ich würde sagen, wir essen jetzt was. Tschüss. Ja, Papa und alle, die ich kenne, meine besten Freunde nicht zu vergessen. Und warum grüßt du die? Weil ich im Fernsehen bin. Hallo! Ich schätze mal so schon zwei Stunden. Eine Stunde? Eine Stunde. Und das Wetter ist wieder schön. Zwischendurch kommen ein paar Wolken. Ein bisschen schade, aber... Wir haben auch uns schon richtig vollgefressen. Ja! Okay, wir leben noch. Wir haben gerade erzählt, dass wir schon uns... Oh ja, hier sie ist. Sie frisst die ganze Zeit. Sie frisst nur. Ich bin rumgesprungen wie eine Elfe. Komm schon! Komm! Ich bin vollkommen Wald. Ich muss auf der anderen Seite. Ich bin vollkommen Dings hier. Schwindel. Links. Du sagst. Ihr sollt mir nicht in die Kamera fallen, Leute. Jetzt ist denen schlecht. Ja, wir sind nicht auf Drogen. Ganz sicher, wir haben keine genommen. Wir wollen auch die Drogen, die wir haben. Gib das zu. Ich bin jetzt ja über drauf. Sie hat's voll drauf. Mach's nochmal. Oh, oh, oh.
war nicht besser. Unsere Schatten reden fotografieren. Ja, hallo, wir sind gerade auf dem Weg nach Hause. Und wir haben noch dieses ganze Stück vor uns da hinten. Nur du. Und ich Mario auch. Ich war auf Toilette. Im Busch. Peggy war im Busch auf Toilette. Und wir gehen auch noch ein Eis essen. Das haben wir uns auch noch überlegt. Ein leckeres Eis. Und haben eigentlich noch bis mindestens eine Stunde Heimweg vor uns, wenn nicht sogar länger. Ja, mehr. Und heute Abend werden noch zu Hause Film geguckt und gekocht. Gekocht? Wir wollen ja nicht mehr essen. Er ist der das Einzige, der noch was essen will. Er hat nicht mal was zu Hause, was wir kochen könnten. Ich habe noch ein bisschen Häagen-Dazs das Eis zu Hause. Echt? Aber nur ein bisschen. Cookies und Erdberry Cheese, Strawberry Cheesecake. Strawberry Cheesecake! Ich kann kein ordentliches Deutsch. Will meine Videos auf Englisch machen, kann kein ordentliches Englisch. Deutsch, Englisch. Englisch. Ich kann gar nicht reden. Ach Gott, Kinder. Ich kann keine Sprache perfekt, das ist das Problem dabei. Um zu zeigen, dass wir auch ein bisschen Kultur mit hatten, da ist das Schloss Sanssouci, ne? Also. Ja, wir laufen auch jetzt dahin. Wir waren ja vorhin am Teehaus. Ja. Aber das Teehaus, habt ihr das überhaupt gesehen? Ich glaube, das haben wir doch gar nicht. Die haben wir fotografiert. Ja, mal gucken, ob ich die Fotos mit ins Video reinschneide. Aber hier sehen wir schicke Säulen. Das heißt, wir sind nicht mehr weit von der Toilette entfernt. Wir halten es, glaube ich, gar nicht mehr auf so eine Toilette langsam. Aber ja, da vorne ist der Springbrunnen. Wir haben echt überlegt, nochmal unsere Füße reinhalten. Aber unser Toilettendrang ist so nötig, dass wir uns dagegen entschlossen haben. Ach so? Nur du. Wir haben noch nichts dagegen. Ach so, ich bin dabei. Ich bin immer dabei. Obwohl, da ist ein Zaun. Schaut mal. Los, ja, Mann. Da sind alle hinter. Oh, da ist ein Zaun. Das ist aber so also, wir alle müssen Füße reinhalten. Füße reinhalten ins kalte Wasser. Okay, hier seht ihr unsere Füße, die sich jetzt ins Wasser trauen. Sammy ist die erste. Und? Kalt? Oh, Attacke auf uns! Okay, Mädels. Los geht's. Uiuiui, oh. Ui, das ist ganz schön kalt. Ah. Not bad. Also, wer traut sich ganz rein zu springen? Ne? Ich spüre keinen Boden. Spürt ihr im Boden? Springen. Was? Spürt ihr einen Boden? Da hinten sind auch ganz schön weit drin. Eine Stufe nach vorne noch? Wenn du hier reinfällt, oh, schade. Okay, okay. Oh. Spürst du einen Boden? Nein. Krass, ist ganz schön tief. Das ist ganz schön tief, Leute. Das ist kein Boden. Oh. Ist hier voll tief drin. Ist denn eigentlich mein schicken Nagellack? Nein, überhaupt nicht. Das Licht ist zu doll. Mein? Ja, klar. Dann sieht man sehr gut im Video. Und Peggys Füße? Oh, ganz nackig da. Also bis jetzt war der Tag doch eigentlich super. Haben wir schon mal gesagt. Ha? Vorher hast du gesagt, dass der Tag super war. Wir wiederholen uns, oder? Ja, weil er nicht weiß, was er sagen soll. Noch haben wir uns nicht, obwohl wir uns schon ganz oft beleichen angezickt haben. Ja, aber auf der Wiese ging's, ne? War nur auf dem Weg dahin. Ja, auf der Wiese hatten wir uns alle lieb. Und jetzt? Ja, auch immer noch. Wir haben uns ja vorhin schon abreagiert und geäußert, was wir an dem anderen nicht mögen. Und Fazit für heute, wir sind rassistisch, haben was gegen schwarze Inder, die sich einfach für Schwarze halten, aber gar keine sind. Voll der Fail. Hier sind voll die Fische. Oh, seht ihr das ja? Guck mal, der frisst dich gleich. Geh weg. Nein. Das ist ein Koi-Ding, das Karpfen, ne? Wenn er mein Fuß isst, flippe ich aus, Leute. Aber ob die einen wirklich beißt? Nee. Das ist lustig. Die trauen sich ja ganz schön da ran. Ja, aber. Ich glaube, die sind es aber voll gewohnt. Entspannt, so. Nur bei Peggy ist kein einziger die Fisch, chillen, bei Sandra ja. Und mir nur. Bei die sind sogar drei. Sind die alle drei? So. Jetzt sind sie weg, weil Peggy geguckt hat. Angst. Die ganze Zeit geguckt. Vielleicht sind sie aber auch kamerascheu einfach nur. Wahrscheinlich. You let it go. Ja, und jetzt wollen wir auf Toilette gehen und es gehen lassen. We let it go. At first we let it go, Sanssouci. We let it go, Sanssouci. We let it go. We let it go. My lord. Und alle denken, wir sind behindert. In Großbritannien redet man nämlich die ganze Zeit Hello. Und läuft rum und ruft My Lord's and Lady. And let it go. Let it go. Don't forget. And let it go. And let it go. Let it go. Sieht mir, wie obszön Sanssouci ist. Let it go. Go. Let it go. Oh, let it go! Let it go! Oh, it's nice! Wet, let it go! The wet look. Eigentlich ist es schon ein bisschen traurig, dass wir so kindisch sind und unbedingt an irgendwelchen Statuen an der ihren Nippel rumspielen müssen. Darf man die anfassen? Ja, darf man. Hab ich schon. Ich darf schon mal drauf. Wer möchte sich auf die Pulpi setzen? Auf die nackte Ehe. Aber wo ist eigentlich die Toilette? Also, wir laufen hier immer noch rum. Es ist noch weit.
Toiletten sind auch hässlich. Also eine Toilette in Sanssouci ist wie, irgendwie sieht es aus wie der kleine geheime Garten hier mit dieser Mauer. Ja, und die nein, da, und es ist der Pfad der sieben Sünden. Die Erleuchtung. Oh, hier, schaut mal, der geheime Garten. Und wir laufen durch, um auf Toilette zu gelangen. Und, wie ist es? So. Ach du Scheiße, der geheime Garten sieht ja kacke aus. Ja. Toilette, und wir verlassen jetzt den geheimen Garten wieder durch das tolle Tor hinaus. Nach Hause. Das ist unser Haus. Wir haben es gerade für 50 Euro gekauft. Es ist ein Schnäppchen. Und schaut euch den schönen Garten an. Voll schick. Voll groß. Und direkt am Schluss Sanssouci. Da drüben. Da fühlt man sich echt königlich, ne? Und wir dachten uns, so ein Haus, ne, könnten wir auch gut drin wohnen, weil in einer kleinen Wohnung würden wir uns an die Gurgel gehen. Aber ja, dieses Etablissement. Da hat jeder sein Abschnitt für sich. Dieses Etablissement hat genau drei Flügel für jeden einen. Einen Hauptwohnung. Da steht ein Computer drin. Ja, wird wohl doch schon weg sein. Naja, ist schon eingerichtet. Oh ja, das ist Apple für uns, ne? High Class. Ne? Deswegen Apple. Haben wir es für 50 Euro gekauft. Das wollte kein anderer haben, weil so nah am Schloss sind, die Einkaufsmöglichkeiten schlecht sind und die Busverbindung grauenvoll. Einmal die Stunde am Sonntag. Scheiße. War nicht gut. Also wir waren gerade bei McDonald's und ich habe... Das wird ein Foto. Nein, es wird kein Foto. Ich habe ein White Chocolate Milkshake. Da willst du schon mal in England? Du? Ich habe einen McFlurry mit KitKat und Karamellsoße. Ich habe einen McFlurry KitKat. Ah, das ist super lecker. Das würde mich nochmal interessieren, für alle, die das Video jetzt sehen, ob ich mal mit Piggy und Sandra diesen Best-Friends-Tag machen soll, ob ihr das einfach mal sehen wollt. Das wird nicht reingeschnitten. Doch, wollt ihr die anderen auch nochmal bei YouTube sehen? Ob ihr nur dieses Video sehen wollt, dann müsst ihr es einfach in die Kommentare runterschreiben, ob ihr eigentlich noch mehr von den beiden sehen wollt. Doch, oder? Dieses Video müsst ihr doch zugeben, ist doch super. Und ein Video mit den beiden, oder wie ich zum Beispiel von den beiden das Make-up oder die Haare mal mache. Ja, einfach unter in die Kommentare schreiben.